herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute ein kleines Produkttest für euch. Und zwar ist gestern ein Video von der lieben The Beauty To Go online gekommen. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich werde es euch unten in die Infobox verlinken. Und zwar hat sie ihr eigenes erstes Parfüm rausgebracht und ich habe das Video gesehen. Und ja, war sehr begeistert von dem Video, von dem Produkt und habe es mir dann natürlich auch gekauft. Und es handelt sich um das The Beauty To Go O-Twist Lovely Notes Parfüm. Und wie ihr sehen könnt, hat das schon eine richtig tolle Verpackung. Es ist rosa und hat so richtig schöne, süße, kleine, weiße Herzchen dabei. Und das ist eine 15 ml Flasche und kostet 4,95 € im DM und ich finde, das ist einfach auch eine super Idee von ihr, dass sie das günstig gehalten hat, weil sie halt auch, denke ich mal, jüngere Zuschauer hat und es kann sich wirklich jeder leisten. Und ja, die Verpackung ist richtig niedlich aufgebaut und sie hat in ihrem Video erzählt, dass hier hinten ein QR-Code enthalten ist, den ihr scannen könnt und da befindet sich ein weiteres Video, welches ihr dann gucken könnt und da könnt ihr was gewinnen. Das werde ich später auch nochmal machen und mir das Ganze angucken. Und ja, ich bin super begeistert von dem Parfüm. Ich habe natürlich im DM gerochen und habe mich dann entschieden, es zu kaufen. Und ja, ich erzähle euch jetzt mal, was in dem Produkt überhaupt drin ist. Und alles könnt ihr auch nochmal bei der lieben The Beauty To Go angucken, nachlesen, wie auch immer, weil die Informationen habe ich jetzt auch aus ihrem Video, deswegen verlinke ich es euch in der Infobox. Ja, fangen wir mal an mit der Basisnote. Die Basisnote ist Vanille und Basisnote bedeutet, dass man das als letztes noch riecht. Also wenn der Tag vorbei ist und ihr das Parfüm aufgetragen habt, ist es das letzte, was man überhaupt noch riecht. Also Vanille. Und Vanille mag ich wirklich sehr, sehr gerne und ja, deswegen hat mich das Produkt auch super angesprochen. Außerdem gibt es noch die Kopfnote und die Herznote. Dann kommen wir zur Herznote und Herznote bedeutet, dass man es am Ende noch auf der Haut riechen kann. Also nicht so wie bei der Basisnote, die man dann ganz am Ende noch riecht, sondern die auf der Haut bleibt. Zum Beispiel die Basisnote ist ganz, ganz, ganz am Ende, wenn der Tag vorbei ist, dass man das dann noch so leicht riechen kann. Und die Herznoten sind einmal Salvia Mirofilla, die soll nach Himbeere riechen und außerdem sind noch Rosen und Cranberry drin als Herznote. Also auch wirklich sehr blumig, fruchtig, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und dann kommen wir noch zur Kopfnote. Und Kopfnote bedeutet, dass es das erste ist, was man riecht. Also wenn ihr im DM seid und an dem Parfüm riecht, dann riecht ihr als erstes die Kopfnote. Und das ist in diesem Fall Mandarine. Und ja, alles in allem hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wie gesagt, dieses Parfüm kostet 4,95 € im DM und hat 15 ml und jetzt werde ich euch mal das Flakon zeigen. Das ist nämlich auch wirklich sehr süß gestaltet. Auch das Flakon ist in rosa und hat so weiße Herzchen, was wirklich sehr, sehr süß ist. Und das ist ein Twist and Spray. Also wie ihr seht, hat das jetzt hier oben noch keinen Sprühknopf. Und zwar habt ihr hier unten so ein kleines Drehrädchen, was ihr dann drehen müsst. Und ich mache das jetzt mal. Und dann kommt hier oben der Sprühknopf raus und das finde ich natürlich sehr, sehr genial, weil man das dann einfach in der Handtasche mitnehmen kann, ohne Angst zu haben, man sprüht da irgendwie durch die Gegend und dann riecht die ganze Handtasche danach. Das ist wirklich eine sehr coole Idee und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ich werde das jetzt mal aufsprühen. Ja, und wie vorhin schon gesagt, riecht es als erstes nach Mandarine. Das ist ja dann die Herznote und ja, es riecht wirklich sehr, sehr gut nach Mandarine. Und ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wie es dann am Ende gerochen hat, weil ich das Video natürlich jetzt gleich dann beenden werde. Aber ich kann es euch natürlich in der Infobox schreiben, wie ich es dann im Laufe des Tages fand. Und ja, generell bin ich sehr zufrieden, es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, hat eine coole Aufmachung, sieht hübsch aus und ja, kann man auf jeden Fall das Geld investieren.
Macht sich auch gut in der Sammlung, glaube ich. Sieht einfach wirklich sehr süß aus und für Jüngere ist es, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet. Ja, meine Lieben, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da und schreibt mir auch gerne, ob ihr euch dieses Parfüm kaufen würdet und wieso, weshalb, warum. Ich habe es auf jeden Fall gekauft, weil die Verpackung natürlich sehr hübsch ist und weil mir der Duft auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen hat. Gerade auch für den Sommer sehr blumig und fruchtig. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss! Oh,